Hochzinsanleihen haben seit dem Tiefpunkt Mitte März eine sehr gute Entwicklung hingelegt und da besser als die Aktienmärkte. Wer Mitte März im Tiefpunkt investiert hat, kann unterdessen einen Gewinn von über 25% verbuchen. Die US-Ratingagentur Standard & Poor's hat im ersten Quartal 2020 über 414 Unternehmen in den USA heruntergestuft. Moody's wiederum sieht für das erste Quartal 2021, dass jedes zehnte Unternehmen, welches tiefer als BBB geratet ist, seine Schulden nicht bedienen kann. Und gleichzeitig ist die Konsumentenstimmung in den USA auf einen absoluten Tiefpunkt gesunken. Keine guten Voraussetzungen für eine gute wirtschaftliche Entwicklung und eben auch nicht für Hochzinsanleihen. Ist es nun an der Zeit, sich von seinen Hochzinsanleihen zu trennen? Ich denke, ein Komplettverkauf wäre übertrieben, haben wir doch auf der Käuferseite mit den Zentralbanken, allen voran die US-Notenbank, gewichtige Akteure, die die Preise stützen und eben für Stabilität sorgen. Trotzdem muss man genau beobachten, was die Zentralbanken machen. Werden sie plötzlich vom Käufer zum Verkäufer, kommt der Markt sehr schnell ins Rutschen. Und deshalb sehe ich der aktuelle Zeitpunkt gekommen, um etwas Gewinne mitzunehmen.